Lieutenant. Wo ist der verdammte Zünder? Fick dich, Mann! Ihr lasst mich hier nicht zurück. Viva, wir befolgen nur Befehle. Es muss nun mal so sein. Verdammt, wo ist er? Viva! Wo ist der Zünder, Mann? Gib ihn mir! Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bring dich um, Mann! Schizo, du lässt ihn besser gehen. Den Zünder nicht! Viva! Ja, du bist ein Scheißkerl! So! Hey, hey! Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nordtor raus! Los! Du bist ein verdammter Sturkopf! Weißt du das? Ich weiß, was du getan hast, Deke. Ich weiß es ganz genau. All die toten Ripper. Oh ja, du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Du hast der Welt einen Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ja, ich will, dass du eins weißt. Ich wollte den alten Mann nicht töten. Wirklich nicht. Ich wollte es ehrlich nicht, Deke. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht ein. Er hörte mir nicht zu. Jawohl. Los, los. Du willst mich unbedingt umlegen. Dass du mich bis hierher verfolgst. Du bist ihretwegen hier, was? Richtig? Ach ja, du bist ihretwegen hier. Dann habe ich schlechte Neuigkeiten. Deacon St. John. Als Curie dich geholt hat, hat das dem Colonel ganz und gar nicht gefallen. Nein, Sir. Er hat sie erledigt. Renn, du Arschloch. Zerquetscht wie ein rohes Ei. Bringen wir es hinter uns! Jetzt! Du mieses Arschloch! Ich bring dich um mit meinen bloßen Händen! Hörst du mich? Es gab mal eine Zeit, da hätte ich dich nach draußen gezerrt. Nein. Und ich hätte dich den Freaks überlassen. Aber hey, 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 hey. Das werde ich nicht tun. Willst du wissen, warum? Weil sie dich zerreißen. Stück für Stück. Aber weißt du was? Sie hätten keinen Spaß dran.
ihr alle! Ich weiß, was da draußen los ist. Da draußen, jenseits der Arche. Aber es ist da draußen. Wir sind sicher, wir treffen. Uns kann nichts passieren. Hört ihr mich? Gott hat diesen Ort geweiht. Das ist heiliger Boden. Uns kann nichts geschehen. Ich weiß nicht, wann oder warum, aber ich sah etwas. Vor einem Monat oder so, ich spürte etwas. Etwas, das ich lang nicht gespürt hatte. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht ebenso empfunden hätten. Ich glaube, dass wir einfach... Deacon? Geben Sie mir Ihre Waffe. Bitte. Lassen Sie gehen, Colonel. Es ist vorbei. Die Miliz ist erledigt. Möchten Sie einen Tee? Aber natürlich. Sarah, schenken Sie dem Drifter einen Tee ein. Die Arche war unsere einzige Hoffnung. Das wissen Sie natürlich. Nach der Säuberung der Welt hätte sie es uns ermöglicht, das alles wieder aufzubauen. Es war alles hier. Geschützt. Gerettet durch Gottes Gnade. Das Einzige, was uns fehlte, war ein Klavierspieler, nicht wahr? Das ist jetzt unwichtig. Wenn alles weg ist, wird keiner mehr da sein, um Musik zu hören. Sie haben uns vernichtet. Sie haben unsere Arbeit zunichte gemacht. Nein, Colonel, das waren Sie, als Sie diesen heiligen Krieg begannen. Wenn ich wählen müsste, zwischen Ihnen und den Freaks, dann nehme ich die Freaks. Denn wenn die Freaks töten, dann wollen sie einfach nur essen. Und sie töten keine wehrlosen Frauen. Nein! Dein Sanitätszelt aufstellen? Hey! Hey, da drüben ist der Höhleneingang. Da sind Vorräte und Verbände. Nimm dir ein paar Männer und los. Du, na los. Ricky! Ernie! Lass ihn, er ist tot. Hier drüben, helft mir mit ihm. Vorsicht! Ich kann helfen. Ich bin Ärztin. Es ist vorbei. Alle die von der Explosion nicht erwischt wurden, haben einfach aufgegeben. Wo ist Boozer? Ricky, ich brauche Hilfe hier drüben. Das Südtor, los! Ricky! Ja. Wie kann ich dir helfen? Hey! Ist noch was für mich da? Boozer. Sorry, bin spät dran. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin gesprungen. Nein, verdammt. Kurz vor dem Ende der Brücke, ja. Ich hab doch den Schock. Nein, nein, nein. Diese Druckwelle, die war selbst unter Wasser heftig. Das war meine Fahrt.
Was? Dachtest du, ich hätte mich selbst hochgejagt? Und wer würde dich da noch verarschen? Na, ich. Hey! Oh! Hey! Kleine Schwester! Naja, lange Geschichte. Also, ich hörte, jemand hat nach dir gesucht. Naja. Er hat von nichts anderem geredet. Ja, es, hör nicht auf ihn. Es war wirklich eher seine Idee. Ricky, Eddie, wer bringt mich jetzt aus diesem Drecksloch raus? Nimm sie, Bruder. Ich hab gehört, sie wollen das alles hier wieder aufbauen. Der Colonel hatte nicht nur schlechte Ideen, bis auf die total verrückt. Der Zweite, der mir das sagt. Wer noch? Corey? Weißt du was? Scheiß auf den Typ. Hey, er ließ uns im Stich. Ohne ihn wären wir alle tot. Wie du meinst, Mann. Ich glaube, wir versuchen es nochmal ohne diesen Armeeschef. Hey, die verpassen meine Rede. Ja, das kann ich verkraften. Du hast's geschafft. Ah, Mann, weißt du, ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, du würdest da... mich in die Luft jagen? Ich sagte doch, ich hab noch zu tun. Zeig's ihnen, Bruder. Ja, dann mal los. Jack wäre stolz. Hast du es geschafft? Wir haben es geschafft. Komm. Okay. Siehst du? Gutes geschieht, wenn man eine Kerze anzündet. Naja, das war eher ein Lagerfeuer. Stimmt. Super! Ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede. Ach, komm schon. Das wird auch keine Rede. Okay. Ma'am. Oh, shit. Es reicht jetzt damit. Was ist los? Warum werden alle so still? Oh, ja. Sie warten auf dich. Dein Stichwort. Danke. Ich weiß, wir haben hier viel wieder aufzubauen. Also fasse ich mich kurz. Ich bin kein Anführer. Ja, klar. Ganz egal, was ihr sagt, bin ich nicht. Wie du das bist. Aber ihr habt hier heute was geschafft. Wir haben hier was geschafft. Wir haben gemeinsam gekämpft. Nicht, weil irgendein Arschloch das befohlen hat. Nein, sondern weil es das einzig Richtige war. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Ihr habt gekämpft. Für den Neuanfang. Ihr habt gekämpft, um Leben zu retten. Für andere. Für ihr Überleben. Ihr habt alles geopfert, was ihr hattet. Alles, was ihr seid. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seht ihr? Darum sind wir noch hier. Darum sind wir noch hier. Denn wenn wir nicht mehr hoffen auf ein besseres Leben oder auf eine bessere Zukunft, wofür kämpfen wir dann? Ist hier Iron Mike, ja. Er sagte mir mal, dass wir die Welt formen durch das, was wir tun. Ha? Was haben wir getan? Ha? Und was werden wir tun? Seht ihr das? Dies ist der erste Schritt. Ich dachte, du wolltest keine Rede halten. Ja, ich hab's versaut. Und wie war ich? Weißt du, es war okay für einen Outlaw-Biker.
Outlaw-Biker, hä? Bist du abfahrbereit, meine Dame? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wohin geht's denn? Wohin auch immer wir wollen. And I don't think I'll ever be the same.